Der Aktienmarkt legt auf relativ hohem Niveau eine kleine Pause ein und man träumt vielleicht schon so wieder, ob es in Richtung Jahresende wieder anzieht, diese berühmte Jahresendrallye. Wir sprechen jetzt aber nicht über Aktien, sondern wir sprechen über Anleihen. Möglicherweise gibt es ja dort auch so etwas wie Saisonalität. Wer das weiß, ist unsere Anleihenexpertin Bianca Becker, Rentenhändlerin hier an der Börse Stuttgart. Bianca, Jahresendrallye bei Anleihen findet eigentlich regelmäßig nicht statt, oder? Ja, letzte Woche ist der Bund Future ja schon deutlich gefallen. Wir haben einen Kursrutsch gesehen und im Laufe dieser Woche hat er sich nun leicht erholt. Wieder momentan notieren wir bei rund 170,70 Punkten. Wenn wir uns jetzt mal die Rendite mal anschauen, die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe liegt momentan bei -0,32%. Also das altbekannte Spiel, der Staat leiht sich Geld und kriegt dafür noch Gebühren sozusagen. Ja. Schauen wir mal in die Einzelwerte. Wir haben ja Bilanzsaison, Reihe rechts, erste Börsenreihe, zweite, dritte Börsenreihe. Aus der zweiten Börsenreihe haben wir K plus S. Sind die Zahlen so, dass man das auch irgendwo an den Anleihen ablesen kann? Definitiv. Die Zahlen hören sich vielleicht erstmal nicht so schlecht an, wenn man nur die Zahlen so hört. Karin Salz hat heute nicht nur die Zahlen gebracht, hat gleichzeitig auch den Gewinnausblick gesenkt aufgrund der schwachen Kali-Nachfrage. Im dritten Quartal, also die gut sich anhörenden Zahlen auf jeden Fall, im dritten Quartal hat Kali und Salz der Umsatz stieg um 8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und das operative Ergebnis konnte sogar verdoppelt werden. Aber in Relation zu den sehr schwachen Vorjahreszahlen sind das halt wiederum keine sehr guten Zahlen. Das hat sich bemerkbar gemacht. Die Anleihen von Kali und Salz sind unter Druck gekommen. Wir haben keine massiven Kurseinbrüche gesehen, aber die Anleger haben verkauft. Wir haben viele kleinere Verkäufe gesehen. Jetzt auf niedrigem Niveau kommen wieder einige Rückkäufe. Dann schauen wir noch mal weiter. Wir haben einen Fall der NordLB, die ja auf sehr wackeligen Füßen steht. Aber diese Füße, die sollen jetzt verstärkt werden. Wie ist da die Entwicklung? Die EU-Kommission hat gestern die FAZ hat gestern veröffentlicht, dass die EU-Kommission zur Einschätzung gekommen ist, dass die finanzielle Unterstützung durch die Sparkassen und auch durch die Bundesländer Sachsen-Anhalt und Niedersachsen wie mit 3,6 Milliarden Euro nicht verstößt gegen das Wettbewerbsrecht. Das kam positiv an bei den Anlegern. Nachdem diese Meldung veröffentlicht wurde, haben wir einige Käufe gesehen und die NordLB-Anleihen sind leicht gestiegen. Was tut sich sonst so Neues im Bereich der Anleihen, interessante Neuemissionen zurzeit? Wir haben drei schöne Neuemissionen in der letzten Woche gehabt. Grenke Finance hat eine neue Anleihe begeben. Diese wird mit 0,6 zu 5% verzinst und läuft bis 2025. UBM Development hat auch eine neue Anleihe begeben. Diese wird mit 2,75% verzinst und läuft auch bis 2025. Semper Idem Anderberg hat sich 60 Millionen Euro am Anleihemarkt besorgt. Die Anleihe wird mit 4% verzinst und läuft bis 2025. Und voraussichtlich ab morgen haben wir ein paar neue EBWI-Anleihen. Zur Finanzierung der geplanten Übernahme von Elegant hat sich EBWI jetzt am Anleihemarkt über 10 Anleihen 30 Milliarden US-Dollar besorgt. Die Anleihen laufen zwischen 18 Monaten und 30 Jahren. Die Coupons liegen zwischen 2,15% und 4,25%. Also je nach Laufzeit ist der Coupon natürlich auch höher. Mehr Risiko, längere Laufzeit. Ja, und ab morgen werden die Anleihen voraussichtlich in Stuttgart handelbar sein. Das heißt, dort speziell bei EBWI ist dann für jeden Anleger was dabei, ob er jetzt einen überschaubaren zeitlichen Anlagehorizont hat oder eben die 30 Jahre. Genau. Bianca Becker, unsere Rentenexpertin, Anleihenexpertin, Dankeschön fürs Interview. Danke auch. Dankeschön fürs Zuschauen.